Du bist tot. Only Tells. Bitch. Ja, bin ich ja falsch? Ja, meine Fresse, bist du oder sehe ich vielleicht so aus, als wäre ich schwarz? Du meine Güte, das erinnert mich an was. Albträume sind wieder da? Gern geschehen. Aber ernsthaft jetzt, das sieht fucking gruselig aus. Und wer jetzt ernsthaft denkt, das waren Alberto-Hates... Hey Ani, was war der Grund, dass du mit den LPs aufgehört hast? Ich habe mit den LPs aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber das ist vollkommen okay, dass du nochmal nachwachst. Ich meine, ich habe es schließlich nur 200 Mal erwähnt. Welche Animes findest du am besten? Meine beiden Lieblingsanimes momentan sind FMR Brotherhood und K.O. Momentan schaue ich aber einen neuen, und zwar Kimiga no Zomo, und das ist so eine Mischung aus Romanze und Drama, und der ist ziemlich spannend. Drama, Baby. Du hast den Promo-Channel vergessen. Ich habe den Channel nicht vergessen, ich mache das nur nicht mehr, weil ihr euch nicht benehmen könnt. Immer wenn ich jemanden promoten will, wird er von anderen Leuten auf seinem Kanal tot gehatet, und das will ich einfach niemand mehr zumuten. Benehmt euch. Ich habe hier etwas Besseres als Maxi Bratwurst, nämlich Maxi gebratene Wurst. Ich muss nicht drauf antworten. Jemand war schneller als ich. Ich danke dir für deine kreative Frage. Sie hilft Alitels deutlich interessanter zu machen. Yeah, ich habe eine neue Antwort, die ich für mindestens 90% aller Fragen, die ich für Alitels bekomme, benutzen kann. What? Probier es gleich aus. Ali, ich mache heute Party. Machst du heute Party, Ali? Ich danke dir für deine kreative Frage. Sie hilft Alitels deutlich interessanter zu machen. Es funktioniert, ja. Was für eine Kamera benutzt du für deine Videos? Ich benutze die Canon EOS 600D mit einem Spezialobjektiv, und zwar das Sigma 1750mm und dazu ein Rode Mikrofon, was ihr auf dem Bild seht. In den alten Ablade-Videos habe ich die Panasonic SD40 benutzt. Die hat zwar ein relativ gutes Bild, aber einen miesen Sound. Oh mein Gott, ich war in einem Ali-Tells-Video informativ? Hey Ali, was hältst du von Julians Blood? Ihr wollt unbedingt wissen, was ich von dem Lappen halte, der seine eigenen Zuschauer dazu auffordert, Selbstmord zu begehen, weil er meint, er wäre der coolste, lustigste und tollste Typ auf der ganzen Welt, dieser arrogante Bastard. Meine Antwort ist ja wohl offensichtlich. Ich mag ihn, cooler Typ. Ali? Penis? Ich danke dir für deine kreative Frage. Sie hilft Alitels deutlich interessanter zu machen. Dankeschön, mein neuer Manager. Was sind deine Lieblings-YouTuber? Meine momentanen Lieblings-YouTuber im deutschsprachigen Raum sind 8Gram Reloaded und YCity, weil die sich im Gegensatz zu einigen anderen YouTubern auch wirklich Mühe geben und mich zum Lachen bringen. Meine momentanen Lieblings-YouTuber im englischsprachigen Raum sind Smosh. Warum bist du erst 20? Du siehst älter aus. In Klammern, du hast weiße Haare. PS. Keine Beleidigung. Weiß? Die sind blond. Hast du noch nie einen Typen mit blonden Haaren gesehen? Oh mein Gott, ich bin der Erste für ihn. Das ist ja fast wie eine Entjungferung. Ernsthaft jetzt, wo lebst du? Afrika? Warum bist du blond, aber nicht dumm? Sinnlos? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Du hast mir mit nur einem Kommentar drei Fragen gespawnt. Frage Nummer 1, war das jetzt ein Kompliment oder ein Troll? Zweitens, muss ich mich jetzt wieder wegen dummen Vorwürfen aufregen? Und drittens, sehe ich vielleicht aus wie eine Frau? Hey, meine beste Freundin und ich wollen auch Videos drehen. Kannst du uns Tipps geben? Danke! Ja, was kann ich dir für Tipps geben? Also, mach doch gute Videos. Ja, gute Videos. Auf gute Videos steht jeder. Bester Tipp ever! Ali, du bist 20! Boah, krass, echt? Boah, das hab ich ja gar nicht gewusst. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich dachte nämlich, ich wäre 12. Mein gesamtes Weltbild wurde soeben zerstört und ich muss einsehen, dass ich alt bin. Hey, von langweiliger Knacker! Meine Güte, tut mir leid, dass ich älter bin als du, aber nicht jeder kann 8 Jahre alt sein. Skeeter ist tot, Bitches. Wie würde eine Verschmelzung von Lord Abaddon und dir aussehen, Doppelpunkt D? Das, stell ich mir ziemlich eklig vor. Noch mehr Albträume? Das Buch zu Felix, der Film war besser. Das finde ich aber auch. Ich meine, es fehlen wirklich sehr story-relevante Elemente, unter anderem das hier. Seht ihr? Das zum Beispiel hat man im Film gar nicht erfahren. Only Tells. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diesmal war ich ein bisschen sarkastischer und gemeiner, wenn ihr es bemerkt habt, aber es musste einfach raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Schlussendlich war es natürlich nur Spaß, deswegen nehmt das nicht so ernst. Ich habe Honeyball LP in Hamburg getroffen und hatte dann auch noch ein Fotoshooting. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann klickt auf das linke Video für Blablock. Wenn ihr jedoch die letzte Ali Tells Folge sehen wollt, dann klickt auf das rechte Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das Video verbreiten und mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, indem ihr auf den Smiley klickt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao!